Huhu, Freunde des warmen Sommerwindes, hier ist wieder Frelle mit Final Fantasy 9. Letztes Mal haben wir uns hier in der Gegend umgeschaut, haben ein paar Rackwurzfragen gemeistert und jetzt sind wir hier bei dem Dorf angekommen und da gehen wir jetzt gleich mal rein. Ja, ich habe gerade noch ein paar Zufallskämpfe gemacht und Steiner jetzt einen neuen Helm gegeben. Er hat jetzt Level Up fertig gelernt. Boah, eine Windmühle. Wie die Pension ist hier drüben. Das ging jetzt wieder automatisch weg, tut mir leid. Gehen wir denn jetzt schon schlafen? Ja, Vivi, schon Zeit, du musst ins Bett. Ich würde noch so gerne zur Windmühle gehen. Ich weiß, aber wir sollten uns erstmal ein wenig ausruhen. Ja, Papi. Außerdem müssen wir besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, okay, dahin. Ein betretenes Schweigen gerade, peinliche Sprechpause. Gibt's also auch hier bei Final Fantasy 9, nicht nur bei meinen Let's Plays. Hast du den gesehen? Hab ich. Tja, meint ihr jetzt, Zidane, Vivi oder Steiner? Und das ist das Grenzdorf Dali. Sehr idyllisches Dorf und eine sehr gemütliche, idyllische Musik hier. Sehr entspannend. Dazu noch das Plätschern dieses Brunnens da. Hallo! Jemand zu Hause? Hache, bitte verzeiht, seid willkommen. Was ist? Na na, ein hübsches Fräulein anstarren, geziert sich aber gar nicht. Ja, du Lümmel. Nein, eigentlich habe ich auch gar nicht die junge Dame, sondern den Ritter oder den kleinen Schwarzmagier. Das ist die Frage. Wie dem auch sei, bitte sehr. Zidane? In welchem Zimmer soll ich die Nacht verbringen? Na, im gleichen wie wir alle. Aber Zidane, ich habe noch nie mit Männern im gleichen... Ach, die Prinzessin ist ein bisschen etepetete, verstehe. Das kann ich ja verstehen, aber in so einer kleinen Pension gibt es nun mal kein Einzelzimmer. Tja, Fräulein. Dann musst du wohl durch hier. Bei den ganzen Kerlen. Also los, rein mit euch. Ja, ich hatte übrigens, als ich vorher noch trainiert habe, noch eine etwas andere Zufallsbegegnung mit einer anderen Kreatur. Aber der wollen wir erst später begegnen. Bevor wir schlafen gehen, möchte ich noch eins wissen. Wo wolltest du eigentlich hin, nachdem du das Schloss verlassen hattest? Wären wir nicht abgestürzt, müssten wir doch jetzt schon in... Dann wären wir jetzt schon längst im Nachbarreich Lindblum. Aha. Du wolltest das Königreich Alexandria verlassen? Steiner dreht durch. Tja, als blinder Passagier wäre es wohl tatsächlich ein leichtes gewesen, über die Grenze zu kommen. Hm. Aber jetzt müssen wir wohl auf Schusters Rappen das Südentor passieren. Hm, über die Grenze also. Und das Telefon, ich weiß es nicht. Und es geht weiter. Entschuldigt, das Telefon. Ja, es war ja klar, dass das irgendwann das erste Mal passiert. Sehr professionell. Okay. Seht an, hör mich an. Es gibt einen äußerst wichtigen Grund, warum ich über die Grenze muss. Den Grund kann ich dich nicht wissen lassen, aber ich muss einfach. Ja toll. Worauf lassen wir uns hier eigentlich ein? Hab verstanden, mach dir keine Sorgen. Ich werde dich schon nach Lindblum bringen. Bestimmt eine ganz gefährliche Fracht, die Prinzessin. Ich habe mir diesen Unschwachsinn lang genug angehört. Prinzessin, hört auf mich und schenkt seinen Worten keinen Glauben. Wer weiß, wann dieser Tunichtgut euch wieder in große Gefahren stürzt. Erinnert euch doch nur an den verwunschenen Wald. Das war die fette Brane, ohne die wäre alles glatt gelaufen. Ich weiß zwar nicht, was vorgefallen ist, aber bitte kehrt mir ins Schloss zurück. Dass sie im verwunschenen Wald mit der Rettung von Lilly zögerte, war ein Fehler. Aber das kommt nie wieder vor. Ich schwöre. Mein Entschluss steht fest. Ich werde Lilly auf ihrem Weg beschützen. Bounce, bounce, bounce. Soll das ein Witz sein? Diese Aufgabe gebührt einzig und allein diesem Steiner. Wer wieder diesem Steiner sagt, als wenn es mehrere gibt. Dann verrat mir doch, wie du ins Schloss zurückkehren willst. Mhm. Ja, sag mal. Dies zu überlegen gehört auch noch zu meinen Aufgaben. Naja, ist klar. Planlos wie immer. Kämmel!
Oh, Meister Vivi. Es war ein anstrengender Tag und er sah schon die ganze Zeit müde aus. Ja, vor allem in der Höhle des ewigen Eises, wo er mal schön im Stehen, im Laufen eingeschlafen ist. Aber weil der Herr Ritter von Klapperhausen ja unbedingt seine Meinung zum Besten geben musste. Was? Ja, Hauptmann von Schepperstadt. Lass uns auch ein wenig schlafen. So, jetzt habe ich wieder die Musik mitgesummt, jetzt weiß ich wieder, wie ich synchronisieren muss nachher. Tja, es steckt immer ein Plan dahinter. Oh, was für eine liebliche Stimme. Wer singt da? Hm, so viele Mädchen gibt es da nicht in unserer Runde, oder? Das Lied habe ich vorher noch nie gehört. Die Stimme klang nach Lilly? Ja, also Steiner war es sicher nicht, oder? Scheinen ja alle auf dem Main zu sein. Dann wollen wir die dreimal suchen. La 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 la. So wird es bei Steiner auch ungefähr klingen. Ja, Lilly bemüht sich. Lilly geht immer vor. Was wohl jetzt im Schloss vor sich geht? Wie konnte es nur dazu kommen? Auch wenn es zu meiner Rettung war. Mutter, warum hast du das Feuer auf uns eröffnet? Ja, ob das zu deiner Rettung war, dass sie da ein tödlicher Angriff auf dich startet? Es gab sicherlich viele Verletzte unter dem Volk und den Adligen. Das ist gut möglich. Und dann jene, die nicht mit einer einfachen Verletzung davongekommen sind. Im verwunschenen Wald sind noch... Hält zum Maul auf den Pfeil! Frau Schorsch, Platz da! Die alte Gertrud. Ja. Maulaffen? Haben wir gegen die schon mal gekämpft? Oh, bitte vergib mir, ich meine entschuldigt. Herrschaftszeit nochmal! Die Jugend von heute! Früher war alles besser. Ja, wenn ich alt bin, werde ich auch nur noch rumzetern. Und knauserig sein. Das wird ein Spaß. Was macht ihr da? Nach was sieht's denn aus? Ich beseitige das Ungeziefer, das mein ganzes Gemüse zerfrisst. Ihr tötet diese Insekten? Wie kann man nur, das sind doch Lebewesen. Bist du vom Zirpenschutzverein? Aha, das sind Juckzirpen. Ungeziefer sind wie Monster. Wenn du nicht angibst, fressen die dir alles weg. Fressen? Was für ein vulgärer Ausdruck. Juckzirpen, Juckzirpen. Oh, eine Juckzirpe. Juckzirpen ernähren sich also von Gemüse? Die Juckzirpen machen dir nichts aus? Du bist ja ein seltsames Ding. Ich habe bisher noch kaum welche gesehen. Ja, außer im Theaterschiff, wo sie aus Blank hervorgeplatzt sind. Aber wenn ich meine Redeweise und mein Auftreten ändern will, dann sollte ich vielleicht auch so tun, als fände ich sie... 1, 2, 3. Ach ja, als Juckzirpe macht man schon was mit. Da muss jemand schlechtes Karma gehabt haben, als er sich in eine Juckzirpe wieder geboren wurde. So, was gibt's hier? Hey, das ist ja ein Farbenhoroskop. War in Lindblum vor ein paar Jahren absolut in. Aber jetzt nicht mehr so, der Renner. Tengel? Ist doch nur Humbug. Viel zu teuer. Ja, da hat man nichts davon, dann zieht man da irgendwie seine Glücks... Zahl oder so, eine Glücksfarbe oder so. Bibliothek Darlehen. Wie werde ich Millionär? Mein Geld und ich. Kohle muss Knie immer 2 zum Mitnehmen. Ja, dann nimmst du doch mit. Alles langweilige Schinken. Okay. Ja, wir sind nicht so der Bücherwurm, da kann ich mich gut identifizieren. Und dann Antidotes. Boah. Gibt's hier noch was? Mhm. Tata. Eine Potion. Nehmen wir dankend entgegen, jetzt gehen wir mal hier raus. Vivi und die Kinder. Na, spielen sie fein. Aua, was ist denn passiert? Darf ich mitspielen? Was gafft ihr so? Hey, du bist doch der von gestern. Aha, den haben die Kinder Vivi gemeint.
Und sie hauen ab. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die mir aus dem Weg gehen. Ja gut, du siehst ein bisschen gruselig aus. Also, wer dich nicht kennt, der kann da schon mal einen falschen Eindruck kriegen. Hallo Mokri. Ach Gumo, ja, guten Morgen. Für dich haben wir doch was. Ein Brief von Mois? Ich mag Mois eigentlich nicht. Aber ich kann hier mal lesen, Gumo. Also für mich sah er sehr nett aus und kam sehr nett rüber. Da kam irgendein Depp mit Flügeln vorbei und friert mich einfach so medizinisch ein, Gumo. Und als ich da wie ein Eisblock rumstand, da hatte ich auch noch sehr ruhig Stillskin an mir vorbei, ohne mich zu bemerken, Gumo. Und so als Eisblock kann man ja eher schlecht auf sich aufmerksam machen. Nicht wahr, Gumo? Achso, ja doch, der hat da ziemlich rumgezählt, als wir den befreit haben. Das ist irgendwie ein unsympathischer Zeitgenosse, Gumo. Aber es scheint so, als hätte sich Stillskin schon auf die Reise gemacht. Hoffentlich schreibt er bald, Gumo. Hast du noch einen Brief? Ich hätte so gerne einen Brief. Okay. Ja, ausgeruht haben wir uns gerade, speichert brauchen wir nicht. Was mit dir, Kollege? Pennt. Sägt ordentlich rum. Da liegt ein Frühstücksmenü. Für 20 geht ein herzhaftes Frühstück. Ja, klingt lecker. Aber wir können uns mit unseren Potions ernähren. Die sind auch ein... Zwei Potions sind auch ein Schlüssel. So. Wie süß. Und das nächste AT. Die Mieze hat's gesehen. Ach, die lustige Mieze von gerade eben. Was hat sie denn gesehen? Ach, du bist es. Weißt du vielleicht, was ich jetzt machen soll? Um Verzeihung bitten möchte ich nicht. Aber meine Chefin Geld will ich nicht. Womit scheffeln die denn Geld? Aber halt mal, wenn ich den einen aus der Gruppe freuen. Wenn ich von dem erzähle, muss ich mich vielleicht nicht entschuldigen. Meinst du jetzt Vivi, Zidane oder Steiner? Also, wenn du Steiner haben willst, dann gute Nacht. Was gibt's hier? Hier können wir ein bisschen spannen. Nein, gucken wir mal ins Zimmer rein. Ob es da was zu entdecken gibt eigentlich, ja, dürfte es ja nichts geben. Wir waren ja gerade drin, wir kommen ja gerade von drin. Wohl noch keiner zurück. Na gut. Dann lassen wir das. Und Lilly bemüht sich immer noch. Wo ist sie denn jetzt? Vorhin wurde ich zwar schief angeguckt, aber ich werde versuchen, mit dieser Dame hier nochmal zu reden. Ja, wenn du schreiend auf einmal eine Juckzirbe wie aus dem Nichts wegwirfst, dann kann das schon mal für Verwirrung sorgen. Herzlich willkommen. Hättet ihr vielleicht Lust, euch ein wenig mit mir zu unterhalten? Unterhalten? Was soll ich bloß sagen? Zeig mir eure Waren. Also... Tadaima! Wolle, was soll denn das? Siehst du nicht, dass wir Kundschaft haben? Dann erzählst du eben nicht, was ich gerne krasses gesehen habe, Edge. Siehst du denn nicht, dass ich gerade arbeite? Oh nein, bitte, lasst euch nicht von mir stören. Das ist die Gelegenheit, ein normales Gespräch zu verfolgen. Ja, noch nie gehört, ne? Ja, werde ich auch konkret machen, Alter. Also, ich schwöre, ich hab... Ach, ist schon vorbei. Ja, hat die Lilly gleich noch ein bisschen Ghetto-Slang mitgekriegt. Super. So, hier gibt's noch was für uns. 120 Gil. Was ist das hier? Was ein Riesenapparat. Den könnte man ja auf einem Luftschiff benutzen. Warum gibt es in so einem Dorf so ein großes Zahnrad? Schon komisch. Naja, finden wir vielleicht noch raus. Tachchen. Ich bin der Dorfschulze, dieses Dorf ist. Was willst du hier? Ich will nur mal gucken. So wie in jedem Haus, in dem ich einfach so reinplatzen kann. Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Sofort raus. Boah. So was Unfreundliches. Mich hat noch niemand rausgeschmissen. Ich habe bis jetzt immer alle geduldet und alles plündern lassen.
Hey du, kleiner Wicht. Das kann nur einer von denen sein, oder? Von wem denn? Hey, was sagst du? Das ist auf jeden Fall einer von denen da unten. Okay. Hey, Vivi. Hey, Vivi, was gibt's da? Gibt's da was zu sehen? Sieh da an. Ich habe nur nachgedacht. Ah, jetzt weiß ich Bescheid. Hm? Du hast bestimmt ein Mädchen getroffen und dich direkt in sie verschossen, stimmt's? Nein, das stimmt gar nicht. Ah, jetzt sag bloß, du stehst nicht auf Mädels. Ach, so ist das also. Vivi outet sich hier. Deswegen ist er immer so schüchtern und verklemmt, wenn er mit Zidane zusammen ist. Eigentlich habe ich noch nie über sowas nachgedacht. Ah ja, okay, siehst du, da war es schon wieder. Echt nicht? Also ich denke irgendwie an nichts anderes. Aha, er denkt auch nur an Vivi. Ach ja, so kann man den Leuten das Wort im Mund umdrehen. In den Club fliegen sie sowieso alle auf mich. Aha, gibt's da auch Vivis? Okay, ich auf. Wenn du also mal diesbezüglich Hilfe brauchst, werde ich dir mit der Rat und Tat zur Stelle, zur Seite stehen. Gut, danke. Auf jeden Fall wollte ich gleich mal eine Lagebesprechung einberufen. Ich gehe Lilly und den alten Steiner suchen. Geh doch schon mal in die Pension zurück. Gut, hab verstanden. Ach ja, was gibt's denn hier nun tatsächlich zu sehen? Ich höre immer so ein Krähe von hier drüben. Na, dann läuft hier wohl irgendwo ein Chocobo rum. Hm. Also, bis gleich in der Pension. Okay. Was wohl ein Chocobo sein mag? Hm, das werden wir bestimmt noch rausfinden. Okay, Chocobo? What the? Holy crap, was haben die mit Vivi gemacht? Hm? Ja, das fragen wir uns auch. Was ist wohl mit Vivi passiert? Das sehen wir in der nächsten Folge und wir werden uns hier weiter im Dorf umsehen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.